Hi, nach einem halben Jahr Wartezeit wollen wir uns heute endlich mal nochmal mit dem Thema Pilze beschäftigen. Und zwar mit einer meiner persönlichen Lieblingspilzgruppen, und zwar den Täublingen. Vor allem jetzt so im Frühsommer und Hochsommer sind Täublinge sehr interessante Speisepilze, da es dort sehr viele leckere, essbare Arten gibt. Wenn man Täublinge genauer bestimmen möchte, hat man leider das Problem, dass sie sich sehr ähnlich sehen und man einfach nur so durchs Angucken keine großen Unterschiede feststellen kann. Deswegen spielt man bei Täublingen wie früher mit dem Chemiebaukasten. Es gibt genau drei Chemikalien, mit denen du Täublingen auf die Spur kommen kannst. Und heute in diesem Video zeige ich und erkläre ich euch, wie das genau funktioniert. Hier sehen wir unsere vier Täublinge, um die es heute gehen soll. Wie ihr schon sehen könnt, sehen die alle unterschiedlich aus in der Hutfarbe. Aber ob das wirklich unterschiedliche Arten sind oder am Ende vielleicht doch alles eine Art, das kann ich jetzt noch nicht genau sagen. Aber durch die Chemikalien kann ich das herausfinden. Wie gehen wir vor, wenn wir so eine Chemikalie benutzen? Als erstes würde ich euch empfehlen, die Pilze durchzuschneiden. Alles klar. Was man jetzt auf den ersten Blick schon mal sagen kann, dass der Pilz hier außen und der Pilz hier, dass das zwei unterschiedliche sind. Denn der Stiel dieses Täublings hier links, der ist gekammert und der Stiel dieses Täublings hier rechts, der ist voll. Was sind das jetzt für Chemikalien? Ich habe meine Chemikalien hier mit verschiedenfarbigen Aufklebern beklebt, dass ich sie schon von weitem gut auseinanderhalten kann. Das pinkne hier, die Chemikalie heißt Phenol, das rote heißt Guaiac und das grüne heißt FeSO4, das ist Eisensulfat. Und ich habe mir, wie ihr hier sehen könnt, auch die Gefahrensymbole abgezeichnet, da ich denke, dass das einfach wichtig ist. Zum Beispiel beim Phenol habe ich hier geschrieben hochgiftig. Also eine Chemikalie ist wirklich giftig, die darf man auf keinen Fall trinken oder so einen Pilz dann noch essen, während die anderen vor allem reizend sind. So, ich habe hier jetzt sehr praktische Gefäße. Ich zeige euch das mal. Da ist hier so eine Pipette dran. Und dann kann ich das hier einfach voll machen und dann auf meine Pilze geben. Ich mache das jetzt mal so, dass das Phenol ganz nach oben hinkommt. Das Guaiac kommt dann weiter nach unten. Das Guaiac riecht ganz lecker. Das riecht so nach, so würzig würde ich das mal beschreiben. Und jetzt im letzten Schritt noch unser Eisensulfat. Ich habe jetzt ungefähr 10 Minuten gewartet und die Farbreaktionen verändern sich mit der Zeit nochmal etwas. Ihr seht hier bei dem Brauntäubling hier links, bei dem gab es eine rosa-braune Farbreaktion mit dem Phenol und das Guaiac, das wurde so blau-grün. Mit dem Naturlicht ist es nicht immer so einfach, aber ich hoffe, ihr erkennt es trotzdem gut. Hier bei dem Pilz in der Mitte haben wir eine bisschen abweichende Reaktion. Da ist das Phenol nicht so dunkel geworden, nicht so dunkel rosa-braun, sondern eher so fleischfarben, würde ich das beschreiben. Während jetzt die Guaiac-Reaktion schon ziemlich ähnlich aussieht, aber ich würde sagen, sie geht noch mehr so ins Grün. Da merkt ihr es nochmal, wie wichtig das ist, als Pilzkenner Farben genau zu beschreiben und zu benennen. Schauen wir uns den Pilz hier in der Mitte an. Ich muss ehrlich zugeben, bei dem bin ich jetzt echt überfragt. Der hat genau die gleiche Reaktion wie der Pilz nebendran, aber eine ganz andere Hutfarbe und auch eine andere Lamellenfarbe. Aber da fehlen mir jetzt einfach auch noch andere Merkmale. Da weiß ich jetzt auch nicht genau, was das sein soll, was welche Art von Täubling. Und hier rechts, da hatte ich ein bisschen verschmiert mit dem Phenol. Hier geht diese Phenolreaktion aber noch mehr so ins Bräunliche. Es ist brauner und dunkler und weniger rot als bei dem Frauentäubling. Die Guaiac-Reaktion, die sieht man hier oben und hier unten, die ist wieder so, ja, grünlich-bläulich. Mir jetzt bei diesen Pilzen auffällt, ist, dass das Eisensulfat eigentlich bei keinem Pilzen eine nennenswerte Reaktion gezeigt hat. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dieses Eisensulfat da habe ich so meine Probleme mit. Ich habe das ja jetzt schon oft ausprobiert bei Täublingen und bei ganz vielen Täublingen zeigt mein Eisensulfat hier echt keine gute
oder nur ganz selten eine auffällige Reaktion, obwohl das eigentlich das klassische Farbreagenz bei Täublingen ist. Also keine Ahnung. Ich denke mal, die Qualität, die ich da gekauft habe, ist einfach schlecht. Eisensulfat würde ich vielleicht nicht in dem Shop unten kaufen, den ich euch da runtergeschrieben habe. Null und Briac, das funktioniert ziemlich gut bei dem. Und was bei diesem Shop auch echt schlecht ist, muss man sagen, hier diese beiden Phenol und Briac sind sehr flüssige Chemikalien und die werden aber im Shop in so blöden Streichfläschchen mitgeliefert, mit denen man das sehr schlecht nur verteilen kann. Deswegen habe ich die auch umgefüllt hier in diese Pipettenflaschen. Also die sind deutlich besser. Die Sachen funktionieren, aber man muss ein bisschen dran rumknauben, wie man bei uns im Saarland sagt, bis es dann letztlich richtig funktioniert. Um jetzt den Pilzen noch mal näher auf die Spur zu kommen, können wir auf jeden Fall sagen, dass hier ist ein anderer Pilz als der hier. Das ist ein Frauentäubling, das ist ein Speisetäubling. Allerdings hat uns jetzt hier die Farbreagenzienreaktion nicht so stark geholfen, wenn ihr mich fragt. Der einzige Unterschied ist, dass das Phenol beim Speisetäubling nicht so rot ist wie beim Frauentäubling. Es ist dann schon einfacher, an anderen Merkmalen die Unterschiede zu erkennen. Aber bei manchen Täublingen kann das wirklich sehr hilfreich sein, um die nochmal genauer abzugrenzen. Ich zeige euch hier mal Beispiele von weiteren Farbreaktionen, wo sie wirklich geholfen haben. Guaiac-Reaktion ist blau, also positiv, aber Eisensulfat und Phenol passiert gar nichts. Also mit Phenol wird das so weinrosa-rot, mit Guaiac so blau, wird es richtig stark blau. Und mit Eisensulfat wird es so ganz leicht ocker bis ja bräunlich. So, hier haben wir einen roten Heringstäubling gefunden. Und die Täublingsreagenzien sind, das da ist Phenol, damit wird er so rotbraun. Mit Guaiac wird er so blau. Und Eisensulfat ist ja undeutlich. Vielleicht eventuell so ein ganz leichter Grünschimmer, das soll das da sein, aber ja, das kann man nicht so genau sagen. Einige von euch fragen sich jetzt vielleicht, woher weiß ich denn, wie die Farbreaktionen aussehen werden? Das zeige ich euch jetzt mal am Computer. Und zwar benutze ich dafür immer 123pilze.de. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, das ist so eine ziemlich bekannte Seite unter Pilzkennern. Dort gibt es echt viele Pilze, so die allermeisten Pilzarten in Deutschland, die sind dort eigentlich drin. Und hier gibt es auch immer so einen extra Reiter, das seht ihr hier. Ich bin jetzt hier zum Beispiel beim roten Heringstäubling, den ich euch eben gezeigt habe. Da kann man dann nachschauen, wie sich das mit verschiedenen Färbereagenzien verfärben sollte. Zum Beispiel steht hier Eisensulfat grün bis graugrün, Guaiac blaugrün, Phenol rotbraun bis rötlich schokoladenbraun. Das gleiche kann man jetzt auch mit anderen Täublingen machen, zum Beispiel hier der Wieseltäubling, den habe ich euch eben auch gezeigt. Und auch hier steht nochmal die chemische Reaktion. Nachteil ist hier halt, dass immer mal wieder verschiedene Reagenzien genannt werden. Zum Beispiel steht hier was von Salmiakgeist oder Ammoniak. Also da gibt es auf jeden Fall noch mehr als jetzt nur die drei, die ich euch vorgestellt habe. Muss halt jeder für sich selber wissen, wie tief er da einsteigen möchte. Ich denke mal, mit den dreien fährt man am Anfang mal ganz gut. Und dann kann man mal schauen, wenn man richtig Bock auf Täublinge hat, dass man dann noch mehr dazu lernt. Die drei wichtigsten Chemikalien zum Bestimmen von Täublingen ist Eisensulfat, Phenol und Guaiac. Je nach Pilzart und Chemikaliensorte gibt es unterschiedliche Farbreaktionen. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem kurzen Video mal einen kleinen Überblick geben und dir Mut machen, dich vielleicht auch mit den Chemikalien und den Täublingen nochmal näher auseinanderzusetzen. Wenn du Bock hast, noch mehr zum Thema Pilze bestimmen zu erfahren und auch sicherer zu werden in dem Bereich oder die Chemikalien auch mal selbst auszuprobieren, dann lade ich dich herzlich dazu ein, an einem meiner Pilzseminare teilzunehmen. Die finden im Spätsommer und im Herbst statt, hier bei mir im Saarland. Wenn du Lust hast, vorbeizuschauen, schau mal in der Videobeschreibung nach. Da habe ich alle wichtigen Infos dafür zusammengefasst.
In diesem Sinne danke ich dir für dein Interesse an den Täublingen und ihren Chemikalien und freue mich, dich in einem anderen Video bald wiederzusehen. Bis dann. Tschüss.